Liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und ja, ich bin insgesamt jetzt auf 2,7 fast runtergedroppt. Ärgerlich, aber ist halt so. Meta hat sich drastisch geändert, da Demeterus jetzt die neue Attacke hat. Ich habe jetzt Dialga, Demeterus, Lugia. Sicherer Wechsel immer Lugia. Mal gucken, was es wird. Gegen Groudon hinten bin ich echt gut aufgestellt. So, Hamimukan. Was kommt? Erstmal Dialga gegen Dialga. Das ist natürlich nicht schön. Aber das spielen wir aus. Okay. Schade, ich dachte, ich kann abfangen. Aber ich müsste zwei Steinkanten aushalten. Ja. Kannst mir gerne noch eine drücken. Ich habe auch noch mal eine Überraschung für dich hinten. So, wenn du den Wechsel haben willst, musst du schilden. Ja, das ist doch in Ordnung. Jäger kann ich farmen. Hab's mir mit Lugia hier geholt. Hier rein. Mache Steinkante. Ja, das ist mir auch egal. Und gibt jetzt einen netten Wüstenorkan. So. Ja, dann machen wir hier die lustige Steinkante. Die sollte dich trotzdem eigentlich besiegen. Okay, dann gehen wir rüber. Und snipen dich. Ich habe ein Schild, du nicht. Und ich benutze Draco, herzaubern und du bist weg. Sehr schön, dass der Gegner rausgegangen ist. Das hat mir sehr geholfen. Dass wir hier den Sieg erringen konnten. Das sind dann so schöne Kämpfe. So. Ja, da sieht man 2716 leider drauf abgestürzt. Ja, Meta-Wechsel halt, ne? Und heute Morgen habe ich es halt mit Demeterus in einem Lied versucht. Natürlich kam nur noch Konter, Palkia vorne. Was gab es denn noch? Palkia, Kyogre, Arktilas. Halt die extra nervigen Pokémon. Klar, hinten habe ich jetzt eine gute Eisschwäche. Aber ich hoffe mal, dass die Eis-Pokémon vorne sind. So, gegen Dalkies 23. Mal gucken. Jäger gegen Rayquaza. Schon mal eine gute Führung. Da kann ich zur Not später mit Lugia auch gegen kämpfen. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine Breitseite. Das ist noch nicht die starke Attacke. Netter Versuch. Ja, schlecht getimt eben. Ich setze jetzt hier nochmal ein.
Rihonia ist schon mal weg, das Ekelding. Ich überlege gerade. Er wird eh schön. Und okay, er schön nicht, dann gehe ich trotzdem liegen, ja? Ah ja, genau deswegen bin ich rausgegangen. Genau wegen dem Vieh bin ich rausgegangen. Ja, Eisenschädel ist mir egal. Okay, ja, das war ein bisschen zu viel. Wir gehen schön auf Luftschuss. Ja. Ich werde einen Schilden. Das ist mir hier egal. Weil es nur der Psychobeißer ist, genau. Ich gehe gleich hier rein. Gehe jetzt rüber. Chillen erst nicht. Breitseite kommt, ja. Und schon hat der Gegner verloren. Perfekt. Genau deswegen habe ich jetzt die Jalga nach vorne genommen. Weil die Pokémon, die in der Regel Demeterus kontern, verlieren gegen die Jalga. Klingt komisch, ist aber so, dass die Typeneffektivitäten, da die Jalga eine schöne Kombi aus Stahl und Drache ist, was eine sehr starke Typenkombination an sich ist. Viele Resistenzen, gerade Pflanze, Gift zum Beispiel. Flug macht nicht viel Schaden. Wasser macht keinen Schaden. Elektro macht keinen Schaden. Also, da, das ist schon gut, die Alga. Und ja, ich spiele jetzt Demeterus hinten, weil im Lied, da kamen nur die Konter rein. Das war einfach nicht mehr schön. Die Alga gegen Giratina. Genau, Giratina war auch oft vorne. Ja, hier soll er mir ruhig einen Spuckball drücken, das ist mir egal. Einen Spuckball überlebe ich. Genau, mal sehen, ob er wechselt. So, der Eisenschädel müsste reichen. Jetzt kommt. Okay, ich dachte, jetzt kommt sein Dialga. Okay, die beiden. Okay, das sollte Handlebrot sein. Das sollte eigentlich handelbar sein, oder? Okay, du hast Knüller, das ist egal. Mit Knüller werde ich nicht schilden. Ich werde meine Schilde für Demeterus aufheben. Weil Demeterus sieht hier echt gut aus. Oh yes. Ja, mach ruhig jetzt Stromschuss, das ist mir egal. Weil den überlebe ich. Lugia ist sau stark.
Hier machen wir den Eisenschädel. Perfekt. Wir haben Schildvorteil. Ja, 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 kann runterfahren. Oh, nee, kann er nicht. Perfekt. Er würde noch einen Eisenschädel kassieren. Sehr, sehr, sehr schön. Gleich Schilden. Mundbereit kommt, ja, egal. Gleich meinen Büstenorkan draufbringen. Schilden. Mundgewalt würde ich jetzt sowieso so oder so überleben. Das kann der Gegner auch nicht mehr gewinnen. Über. Ja, ich gewinne den Gleichstand, das ist das Schöne. Er kann überhaupt nicht mehr rauswechseln. Und das sollte jetzt ihn auch besiegen. Sehr schön. Haben wir, denke ich mal, ganz clean runtergespielt. Die Jalga war natürlich ein Risiko. Dass ich da zu zwei Eisenschädel komme, aber selbst dann hatte ich die ganzen Trümpfe eigentlich am Ende in der Hand. Weil eine Mundgewalt hätten wir sonst quasi sowieso noch getankt durch die zwei Abschwächungen. Okay. Private Nachrichten. Da bin ich jetzt natürlich nicht gefeilt. Die ganze Chats habe ich stumm geschaltet. Jetzt kommen die ganzen privaten Nachrichten rein. Naja. Ich denke mal, hier mit diesem Team fühle ich mich recht wohl. Lugia ist ein guter Safe-Switch. Mal gucken, was jetzt kommt. Kampf beginnt. Prof. Lowry oder so. Jäger gegen Arkilas, genau. Da mal wieder ein Demeteros-Konter. Hier werde ich nichts schilden. Er ist derjenige, der schilden muss. Ja, Eissturm, Schweißsturm. Okay, ich habe ihm eine Attacke geschenkt. Ärgerlich, ist halt so. Aber ein Eisenschädel ist immer noch vierfach effektiv. Und wenn, muss er hier noch mehr Schild reinstecken. Und im Gleichstand, das ist perfekt. Das ist sehr perfekt. Ja, man muss dieses Vieh ja unbedingt schilden. Ich schilde nicht. Ich hoffe, ich komme vorher zur Attacke. Ja. Dann ist dieses Vieh schon mal weg. Hat zwar schon Schaden gefressen, nicht schlimm. Aber es kommt keine Absenkung mehr. Okay, ich wollte gerade rüber wechseln. Schade. Eins, zwei, drei. Ja. Abgefangen, perfekt. Hab gut Energie auf Demeteros. Kann sein, dass er sich jetzt Energie zurückholt. Nein, wir kriegen Max-Hax. Okay, das ist super.
Ja, von Maxax brauche ich hier nichts schön. Nachtdieb macht nicht so viel. Ja, machen wir weiter. Okay. Ja, jetzt muss ich doch schilden. Also nicht schilden, sondern. Ne? Ja, der Herr kriegt zweimal einen Boost hintereinander. Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, und hier muss er einsetzen. Okay. Und Sniper. Ist mir auch Wumpe. Das hat er verloren. Ja. Ich bin auf die Konter vorne vorbereitet. Das sieht sehr gut aus. Das ist auf jeden Fall sehr positiv schon mal das Set. 5 zu 0 wäre gut. Und danach noch ein 5 zu 0 wäre auch gut. Wundert mich eigentlich, wo die ganzen Zeigers bleiben. Aber da kommen Dialga und Lugia auch gut an. Gerade Lugia. Und so, mal glubschen. Alex Tokyo Go. Okay, Dialga gegen Dialga. Ja, das können wir auch ausspielen. Perfekt. Hätte ich auch auf Draco gehen können. Naja. Ja, okay. Ich werde mir Dialga dann eh nochmal aufheben. Das wird ein Draco jetzt sein, ja. Schade. Aber nicht so schlimm. Ich überlebe hier zwei Steinkanten. Wüstenrohr kann sowieso. Joa. Eins und zwei, Rainer. Schild ist da, perfekt. Ich werde nicht schilden. Die Steinkante wird jetzt besiegen. Und gehe jetzt auf meinen Debitierus. Na, ich denke mal, das kann schon gut sein hier, das Schild. Genau. Auf 100 Energie. Also was er noch hinten hat. Natürlich hat er das Vieh. Natürlich more. Ja, das habe ich verloren. Er musste nur noch den Draco schilden. Das habe ich leider verloren. Hätte ich mit rechnen können, dass das blöde Vieh hinten ist. Nein, ich hätte. Oh, ich wäre noch zur Steinkante gekommen. Ich hätte noch eine sofort Attacke machen können. Das ist doof. Ja, mit Steinkante hätte ich besiegt. Mit Steinkante hätte ich ihn besiegt. Ach komm.
Ja, Surfer reicht trotzdem, aber ein 4 zu 1 immerhin. Damit kann ich auch schon sehr gut leben. Na, ich hätte gedacht, er macht gleich die Attacke. Und Skalik. Ja, ich dachte, wie gesagt, er macht gleich die Attacke. Oh, komm schon. Den Surfer wäre eigentlich auch naheliegend gewesen. Aber naja. So, verschicken wir. Wir gehen wieder auf 2761, das ist okay. Und wir gehen ins letzte Set für heute. Also an sich ist das Team hier super. Ja, nur ärgerlich, dass ein Kyogre hinten war. Ich hätte gegen Demeteros vielleicht kämpfen sollen. Das klingt nach Gecko Moria. Aus One Piece. Und wieder ein Dialga. Also hier hätte ich jetzt mit Demeteros locker liegen können. Schade. Aber wir wissen, zwei Steinkanten überleben wir. Deswegen ist mir das völlig Wumpe. Er schenkt mir sogar einen Zug, das ist schön. Ich setze jetzt auch ein. Er kann nämlich leider runterfahren, das ist das Problem. Okay, macht er nicht. Perfekt. Wechsel ist perfekt. Wechsel ist sehr gut. Ich hatte doch meinen Debiterus dabei. So. Der Wüsten-Orkan kommt. Wird nicht geschildert, ist mir egal. Dann mache ich den hier und dann hat der Gegner verloren. Und rüber. Weil er muss jetzt eh nochmal schön. Ja, den Wirbler brauche ich nicht mehr respektieren. Oh. Und jetzt steht er da. Gegen zwei Pokémon und zwei Schilden. Na, dicker Hund, du willst hoch? Ja, komm her. Ja, du musst auch hochkommen. Ja. Immer dieser Hund, der dann kuscheln will. Aber ich liebe Hunde, ich bin ein totaler Tierfreund. So, ersten Sieg kann man hier in dem Set errungen, das ist schön. So soll es auch sein. Und ich denke, da ich so mich so wohl mit dem Team wohlfühle, werde ich wahrscheinlich bei dem Team einfach mal bleiben. So komme ich auch gegen diese nervigen, ekelhaften Zygarde an. Mit Dialga und Lugia. Demeteros natürlich nicht. Das Zygarde zu bulky. Aber mit Demeteros komme ich gut gegen Solgaleo an. Und gegen Hiri-Hornio komme ich dagegen auch an. Aber mal sehen, was uns im nächsten Kampf erwartet. Wenn wir endlich mal einen finden. Die Wartezeiten sind heute echt wieder ein bisschen unverschämt. Na, komm schon. Okay, wir gehen nochmal raus. Wieder rein. Kurz mal den Cheatcode wieder aktivieren. Mal sehen, ob es jetzt schneller geht.
Alis Brallis 07, Gesundheit. Und da haben wir von Teufel Zeigart gesprochen. Bitte geh raus. Nein? Okay. Du kannst auch Knöscher gegen mich ein, das ist mir egal. Ich gehe direkt auf Draco, ist mir egal. Und jetzt wechsle ich in Lugia raus. Und tschüss. Ja, hier werde ich nichts schilden. Alles Taktik hier. Ja, Knirscher von Zeigart macht jetzt nicht viel. Ja, kannst du sogar doppelt machen. Interessiert mich gar nicht. Lugia ist nur hier der SpongeBob. Na, den Luftschutz will ich nochmal rauskriegen. Der könnte echt nice sein. Der Luftstoß könnte wichtig sein. Um zumindest einen Wechsel zu kriegen. Ah, schade, ich dachte, ich komme noch raus. Ja, hier muss ich schilden. Ist wichtig. Schade, dass hier ein Hoch ist. Läuterfeuer war klar. 1, 2. Ja, vielleicht muss ich gegebenenfalls abfangen. 1, 2. Ja, fangen wir hier den Sturzflug ab. Perfekt. Oh Gottes Willen. Ah, ich hoffe, ich kann runterfarmen. Knirscher dürfte nicht so wehtun von Zeigart, oder? Wenn ich runterfarme. Nee, nee, runterfarmen kann ich nicht. Dann kommt hier Wüstenorkan. Aber Ho-Oh hat keine Attacke. Ja, perfekt. Durchs Abfangen haben wir das hier gewonnen. Ho-Oh ist weg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Krypto Ho-Oh vom Himmel gepustet. Das Set hier sieht auch schon wieder gut aus. Gut, dass er den Sturzflug abgefangen hat. Aber er hätte auch nicht rausgehen müssen. Ich hatte nicht viel Energie auf die Alga. Wäre schlau gewesen, hätte er sich erstmal nochmal ein bisschen Energie geholt. Und dann in Zeigart gegangen. Aber ja, das war spannend, der Kampf. Birdcatcher. Ne, kämpft gegen Birdcatcher. Okay, ja, wir holen uns einmal Energie. Über in Lugia. Ja, Läuterfeuer ist mir egal. Hier gehen wir trotzdem auf den Luftstoß. Ja, es wird spannend. Ah, Himmelsjäger noch. Draco schilden wir natürlich.
So. Ich glaube, ich gehe auch instant rüber. Das sieht halt ein bisschen schlecht aus gerade. Aber, okay. Ich werde mal drin liegen, ne? Wäre ich mal drin geblieben, aber okay. Nehmen wir so. Knöscher sollte man jetzt gut überleben. Ja. Ja, den muss er trotzdem respektieren. Okay, tut er nicht. Ja, überleben wir leider nicht. Schade. Und er hat leider schon die blöde Attacke. Schade. Ja, das werde ich nicht mehr gewinnen. Jetzt wird der Senken sowieso nicht mehr. Ach, schade. Schade, schade, schade. Hätte vielleicht doch mal den Knöscher geschildert. Ja, verloren. Verloren, verloren. Es sei denn, wenn er jetzt auf Sturzflug gehen würde. Das würde ich wahrscheinlich noch überleben. Ah, er hat Läuterfeuer. Schade. Ja, Ho-Oh-Führung war wieder ein bisschen schwierig. Aber warum ist er nicht mit Sekrom gegen Luya gekommen? Ja, ich hätte da viel Schaden gemacht. Stimmt eigentlich, ja, da ist Jäger besser. Ja, ich hätte gegen Sekrom mit Jäger kämpfen müssen. Knöscher hätte ich da weggedeckt. Wäre auf Draco gegangen, wäre dann rüber in Demeteros gegangen und hätte gewonnen. Ja, schade. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass er mit Sekrom gegen Dialga kommt. So, Temu-Schaden X-Go. Und wieder hier Dialga gegen Dialga. Ich glaube, mein Gegner hat ein bisschen später angefangen. Ah, ich schütte mal nicht. Draco? Ah, okay, er geht auf Draco. Aber ich gehe jetzt hier rein. Okay, was weise war. Wir gehen direkt auf Steinkante. Ich hoffe, Lugia kann es richten. Am Ende. Okay, er schüttet vielleicht korrekt. Ich schüttel nicht. Ja, das kann Wissenorkan sein. Okay, er geht korrekterweise auf die Steinkante. Oh, schade, ich habe keine Drachenroute rausbekommen. Eine Steinkante nehme ich hier. Die nächste schilde ich. Fahren wir jetzt runter. Ja, vielleicht ein bisschen doof gespielt. Okay, Giratina. Gehe ich hier auf die Attacke. Okay, Schild ist gut. Na, du gehst doch auf Unheilbe, oder? Ja. Ja, na, das ist verloren. Das ist leider hier verloren an der Stelle. Schade. Der geht wieder auf Unheilbühne.
Ah, ich glaube, Steinkante reicht auch noch nicht aus. Ja, die Jäger ist auch noch zu fit. Ja, Steinkante reicht nicht. Ach, schade. Ja, Giratina, die Jäger. Wo hätte ich rausgehen können? Ja, ich hätte vielleicht doch gleich in Lugia gehen sollen. Weil Dialga ist manchmal noch viel zu wichtig. Und ich gehe mal von aus, wenn ich in Lugia gegangen wäre, wäre definitiv mit seinem Linksköchen reingekommen, mit seinem Giratina. Ja, schade. Da hätte ich nicht auf Lugia setzen sollen. Aber mit Giratina habe ich jetzt nicht hinten gerechnet. So, gegen Miqueli. Okay, Dragoran ist hier an der Stelle schon mal spitze. Ja, das ist mir Wumpe, das ist ein Psychobeißer. Ah, ich muss aber noch zusehen, dass Demeterus überlebt. Man weiß ja nicht, ob ein Rihorn hier hinten ist, ne? Aber egal. Wir gehen hier auf die Attacke. Und der Schild, das ist in Ordnung. Das ist Tatsache in Ordnung. Krass, dass das Demeterus hier verlieren kann. So, was kommt rein? Oh, oh. Nimm ich. Ja, ist hier Luftstoß. Auf großartig. Genau. Perfekto. Tja. Tja, 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 liebes Ho-Oh. Eins. Zwei. Klar, ich hätte auch Draco gehen können. Wäre auch jetzt besser gewesen im Endeffekt. Aber nö. Er muss eh gleich hier nochmal einsetzen. Deswegen bleibe ich jetzt hier drin. Ja, senken ist egal. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Gut, Luftschuss abgefangen, hat dir aber gar nichts gebracht. Rein gar nichts hat es dir gebracht. Und wir gehen noch zum Positiv hier raus. Rockara, da brauche ich XL. Das ist gut. Das trifft sich gut. Ich hoffe, es bleibt auch drin. Ja. Komm, gönne XL. Natürlich nicht, schade. Wie viel kommst du? Na, ich glaube, meins ist besser. Ah, jetzt ein XL gegönnt. Gut. Wir gehen auf 2780. Ich bin heute insgesamt im Plus rausgegangen, fällt mir gerade auf. Ja. Also, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.